Ja, moin und hallo. Wir leben in einer Zeit des Wartens. Warten darauf, dass das Weiße Haus endlich geräumt wird, warten darauf, dass der Impfstoff kommt und überhaupt warten darauf, dass die Pandemie zu einem Ende kommt. Und ja, ich warte auch darauf, dass so manch einer Vernunft annimmt und das Gemeinwesen stärker in den Blick nimmt. Und jetzt auch noch Advent, warten auf den Herrn, dass er kommt. Hoffen, Verheißung, Spannung hochhalten. Im Augenblick finde ich das anstrengend. Und doch, wenn man bei uns aus der Kapelle rausgeht, kommt man immer an der Engelwacht vorbei. Das sind Glasfenster, auf denen Engel zu sehen sind. Engel, die beten und Engel, die Brot und Wein halten. Diese Glasfenster, diese Engel erinnern mich immer daran, dass in all dem Warten auch das Hier und Jetzt entscheidend ist und mehr noch, dass im Hier und Jetzt ich begleitet bin vom Gebet und vom Segen Gottes. Und dieser betende Engel hier, das kann ja durchaus auch ein Mensch sein, der mich, der uns in unserem Leben begleitet und ein bisschen Acht darauf gibt, was wir so tun, der nach uns fragt, der auf uns hört. Das ist etwas Wunderbares auch und gerade in der Zeit des Wartens, wenn man ein bisschen niedrigschwelliger wird und ein bisschen angespannter wird. Insofern liebe ich diese Erinnerung in den Glasfenstern und ich liebe dieses Wissen und die Möglichkeit, aus dem Wissen zu leben, im Gebet und mit Segen begleitet zu sein. Dieses Gebet und dieser Segen möge auch euch durch den Advent, durch diese Zeit des Wartens begleiten.